Beim Bau großer Industrie- oder Logistikhallen kommen fast immer vorgefertigte Betonstützen mit Stahlbewehrung zum Einsatz. Und ebenso fast immer wird der Stahl in diesen Fertigteilstützen als sogenannte schlaffe Bewehrung eingefügt, also ohne Vorspannung des Metalls. Manuel Grabner zeigt in seiner Masterarbeit, dass hier viel Einsparungs- und Optimierungspotenzial liegen gelassen wird. Denn in seinen Vergleichsuntersuchungen schneiden die Betonstützen mit vorgespannter Bewehrung in Sachen Belastungsfähigkeit und Materialaufwand deutlich besser ab. Durch die Vorspannung verformt sich die Stütze träger, also sie verformt sich weniger stark und dadurch kann ich Einsparungen beim Bewehrungsgrad treffen. Das heißt, ich kann mit weniger Bewehrung gleiche Tragfähigkeiten erzielen. Gleichzeitig könnte man so die Stützen insgesamt deutlich schlanker bauen, was sowohl den Betoneinsatz als auch die CO2-Emissionen in der Produktion wesentlich verringern würde. Und für die Hersteller, nicht zuletzt auch kostentechnisch, große Vorteile hätte. Im Zuge der Fertigung schaffen wir mit den Bewehrungsarbeiten eine Halbierung der Arbeitszeit, weil einfach viel weniger Stahl einzubauen ist. Man muss sich vorstellen, in Stützen werden Durchmesser 30 bis 35 in der Regel eingebaut. Das sind sehr schwere Stäbe, die mit Kran verlegt werden müssen. Bei dieser vorgespannten Spannstahl haben wir jetzt nur 15 mm Durchmesser, die auf einer Rolle abgezogen werden und in diese Stütze eingefädelt werden, vorgespannt werden und wir dadurch einen schnelleren Produktionsprozess im Werk schaffen. Noch werden vorgespannte Stützen nur selten eingesetzt, was sich laut Fachleuten angesichts der neuen Forschungsergebnisse und Einsparungsmöglichkeiten aber schon bald ändern dürfte.